Hallo und herzlich willkommen in Bitwig Studio. Im heutigen Tutorial soll es sich um das Thema Gate drehen. Nun, für alle von euch, die vielleicht noch kein Gate gesehen haben, ich lade hier mal kurz das hauseigene von Bitwig. Das sieht so aus und das hat verschiedene Parameter. Natürlich Attack- und Release-Zeiten, wann soll es reagieren und ganz wichtig, der Schwellwertregler. Ab wann, ab welcher Lautstärke soll es quasi öffnen und das Signal durchlassen, sodass es hörbar wird. Das ist so kurz, knapp die Grundstruktur von einem Gate. Das kann variieren, je nachdem von welchem Hersteller das ist, sieht das anders aus. Aber in diesem Fall, weil es sich um Bitwig dreht, das wäre das Standard-Gate. Und ich zeige euch heute mal, wie man das einsetzen kann, beziehungsweise wie man das modifizieren kann auch. So, ich habe hier schon eine Session geladen, eine Live-Session, die von Anfang des Jahres stammt. Und natürlich habe ich hier schon ein bisschen drin rumgeschraubt, wie man sich vorstellen kann. Hier unten sind lauter Effektkanäle. Dann habe ich hier einen Drum Replacer Tool mir gebaut, um Samples zu triggern zu der Kick, die nämlich nicht so geil klang an sich. Dann habe ich Gated Drums genommen, um einzelne Hits hier rauszufiltern und natürlich Equalizer, um das ganze Drumset irgendwie so zu klanglich zu gestalten, wie ich das mir vorstelle. So. Was man natürlich von Drums gerade kennt, ist das klassische Übersprechen. Was meine ich damit? Nun, dass ich in einem Signal, wie zum Beispiel hier der Snare, ich schalte das mal solo, werden wir gleich auch noch ganz andere Elemente des Schlagzeugs hören als nur das Snare-Signal. So, und sehr wunderbar kann man ja an dieser Stelle schon hören, wir hören am Anfang ein bisschen was von der Kickdrum, aber wir hören natürlich einen Haufen Crash, Ride, einfach Beckengeräusche, die wir jetzt nicht unbedingt da drin haben wollen. Wieso? Ganz einfach. Erstens, wenn ich jetzt einen Equalizer nehme und den Sound der Snare bearbeite, bearbeite ich natürlich auch automatisch den Klang des Hintergrundmaterials. Das heißt, wenn ich da irgendwelche hohen Frequenzen, 5 kHz oder so auf der Snare anhebe, hebe ich natürlich die auch entsprechend im Hintergrundmaterial, also auf dem Becken an. Das heißt, die werden lauter. Wenn ich das Ganze dann noch durch einen Kompressor jage, dann sorgt das dafür, dass der Kompressor je nach Einstellung halt den leisen Anteil im Signal noch weiter hervorhebt und damit meine Hintergrundgeräusche, die ich eigentlich nicht haben will, prozentual noch lauter werden. Und dann habe ich am Ende eine Snare, die vielleicht einen relativ schönen Eigenklang hat, aber halt auch einen Haufen Signal, was ich nicht brauche. Also die ganzen Crash- und Kickdrum-Hits und so weiter, die alle da drinnen, die ich vielleicht gar nicht drinnen haben möchte. Da gibt es natürlich das Gate für. Und ich habe natürlich, weil die Session von Anfang des Jahres ist, hier auch mit einem Gate gearbeitet und habe hier eine Kette aufgebaut, die als erstes erstmal einen Transient Control enthält, einen Equalizer und unser Gate. Und im Originalzustand tatsächlich den Equalizer auch hier drinne, den ich dann über den Sidechain-Eingang des Gates ausgewählt hatte. Das war meine Kette. So. Als erstes möchte ich euch erstmal darauf hinweisen, dass den Equalizer in den Sidechain-Eingang des Gates zu packen, eine ehrlich zugegebenermaßen eine dumme Geschichte ist, denn wenn ich in diesem Fall hier die 5 kHz anhebe, dann passiert nämlich genau das, wovon ich vorher gesprochen habe. Jeglicher Content, der in meiner Audiospur enthalten ist und wenn es ein Crash-Schlag ist, wenn der die 5 kHz erreicht, so, und da
klingt, wird er wahrscheinlich, wenn ich das so extrem hochdrehe wie hier jetzt mit 15 dB, dazu führen, dass mein Gate öffnet. Und dann habe ich dieses Hintergrundrauschen bzw. diese Hintergrundgeräusche, die habe ich dann in meinem Signal, obwohl ich die gar nicht möchte. Das heißt, wichtiger Lernpunkt für mich an der Stelle war, der hier gehört nicht in den Sidechain-Eingang von einem Gate, sondern wenn dann, zack, hinten in die Gruppe. So. Dann hier der Transient Control hier vorne. Da habe ich den Attack halt sehr hoch gezogen, weil das im Live-Betrieb tatsächlich auch war. Da hatten wir einen Transient Shaper und der hat dafür gesorgt, dass natürlich die Snare richtig Biss hatte. Und genau das wollte ich nachahmen und habe das entsprechend auch so gestaltet. Habe dann hier noch einen Equalizer, der den ganzen tiefen Anteil ein bisschen wegnimmt. Und das war so meine Kette. So. Und ich würde sagen, wir hören uns die einfach mal an und dann zeige ich euch, was ich hier in der neuen Kette anders gemacht habe. Oh ja, kleiner Hinweis an der Stelle. Ich habe natürlich hier noch die 5 kHz hochgedreht wie irre. Habe ich gerade mal zurückgenommen, damit es nicht ganz so furchtbar klingt. So in etwa klang das halt, als ich es gemixt habe. Das ist jetzt nicht mega fett, aber es geht, glaube ich, auch schlimmer. Was dem einen oder anderen wahrscheinlich schon aufgefallen ist, wenn wir hier in dieses Fenster gucken, und ich kann das auch noch mal laufen lassen, einfach mal ohne Ton, dann sieht man das trotzdem. Nee, müssen wir so machen. Dann sieht man hier, dass auch dieser ganze Hintergrund-Content, also die ganzen Becken und so weiter, hier noch schön zu sehen sind und das eigentlich im Verhältnis zum eigentlichen Nutzsignal relativ laut auch noch zu hören ist, was natürlich nicht so schön ist. Und das hat mich dann dazu geführt, dass ich vor einiger Zeit mir überlegt habe, kann man das nicht besser machen? Und dann habe ich auch noch zum Black Friday das Drumgate von Sonox gesehen und das ist tatsächlich schon ziemlich cool. Das kann nämlich intelligenterweise unterscheiden, was ist ein Drum-Hit, also beziehungsweise was ist ein Kick-Drum-Hit, was ist ein Snare-Hit, was ist ein Tom-Hit und dann nur die als Auslöser betrachten. Ganz so smart können wir hier in Bitwig leider nicht unterwegs sein, denn sowas muss tatsächlich programmiert werden. Aber wir können dem schon sehr nahe kommen, denke ich. So, da gucken wir uns also mal hier meine neue Kette an. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet, deswegen muss ich hin und wieder mal husten. So, meine neue Kette enthält einen Filter, den Transient Control, mein Gate, mein Equalizer und ein Tool. So, und wie sich das anhört, das würde ich sagen, hören wir uns mal an. So. Und das klingt schon ein bisschen anders als das davor. Aber zum Direktvergleich switche ich jetzt einfach nochmal. Das heißt, als erstes das alte. Das ist das neue. So, bei dem neuen Gate bzw. bei der neuen Kette habe ich als erstes einen Filter. Der filtert oder schneidet alle Frequenzen so oberhalb von 18,4 kHz, so habe ich den gesetzt, schneidet der quasi ab und bedient den Sidechain-Eingang von meinem Transient Controller.
Das heißt, mein Transient Control bekommt schon ein vorgefiltertes Signal. Dann habe ich aber nicht, wie im ersten Beispiel, hier den Attack betont, sondern ich habe den Sustain runtergedreht. Warum? Nun, das führt nämlich dazu, dass die ganzen Nebengeräusche, die ab einer gewissen Zeit, in diesem Fall habe ich 145 Millisekunden eingestellt, dass die unterdrückt werden. Und das sorgt halt dafür, dass ich ein viel klareres Signal habe, wann das Gate öffnet und wann nicht. Und dieser Transient Control, der ist dann wieder mit dem Sidechain-Eingang von meinem Gate verknüpft, damit das Gate weiß, hier, darauf muss ich hören. Und das sieht man nämlich auch, dass hier der Transient Control das Ganze unterdrückt, wenn ich das Ganze nochmal laufen lasse. Also sieht man viel weniger Zwischeninformationen hier zwischen den einzelnen Hits, die halt, wenn ich da das erste nochmal öffne und wir uns das hier angucken, wenn ich da mir das angucke, da sind hier einfach viel mehr Informationen, auch die hier enthalten. Und das, obwohl die Attack- und Release-Zeiten tatsächlich identisch sind. Also ich habe das Gate an sich einfach kopiert, damit das tatsächlich nachvollziehbar ist, dass es nicht die Einstellungen am Gate sind, die den Unterschied machen. Und ich habe dann natürlich hier hinten mein Equalizer hintergesetzt, der dann den Sound der eigentlichen Snare mir bietet und ich den darüber gestalten kann, und das Tool, um einfach den Lautstärkeunterschied zwischen den beiden zu kompensieren. Denn im ersten hatte ich hier ja den Transient Control und hatte da den Attack sehr angehoben. Das führt natürlich dazu, dass das Signal lauter wird. Und um das zu kompensieren, habe ich hier quasi am Ende meiner Kette das Tool hingesetzt. Und ich muss sagen, mir gefällt dieses zweite schon deutlich besser, denn natürlich bleibt ein gewisses Restsignal an Hintergrundinformationen bleibt erhalten. Das kriege ich nicht komplett unterdrückt, denn es ist ja schließlich in meinem Originalsignal, in meiner Original-Audiospur enthalten. Aber ich finde, der Unterschied ist halt schon sehr groß. Und das hier klingt einfach viel, viel sauberer und präziser als das andere. Und das wird noch mal stärker deutlich, wenn ich die beiden ohne die Overheads und ohne das Hi-Hat-Mikro einfach mal im Vergleich wechsel und laufen lasse. Und das machen wir jetzt auch. Viel Spaß dabei. So, und ich denke, man hat das ganz gut gehört, dass mit dem ersten das natürlich noch stärker diesen Live-Charakter hat, mit dem zweiten aber schon deutlich sauberer klingt und dann im Gesamtkontext vom Schlagzeug natürlich einfach sich viel besser durchsetzen kann. Und das hören wir uns jetzt mal einmal nochmal das komplette Schlagzeug an, damit wir ja, einfach ein besseres Verständnis davon bekommen, wovon ich eigentlich gerade gesprochen habe. Das ist das alte Setting.
Und man hört hier halt sehr deutlich, dass das neue Preset halt einfach viel definierter, viel klarer, viel sauberer klingt als das alte und dafür halt dann einfach einfacher zu integrieren ist halt in so einen Live-Mix, ohne dass man halt den eigentlichen Klangcharakter der Snare nachher zu sehr verliert, wenn man es komprimiert. Ich hoffe, euch hat das Video bis hierher gefallen. Ihr konntet dranbleiben und was mitnehmen, vielleicht was Neues ausprobieren, wenn ihr selber Bitwig-User seid. Und ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, über einen Daumen hoch und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.